Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Autos mit Style. Heute mal eine ganz andere Marke als Fahreindruck. Wir haben hier einen Mazda und die meisten wissen schon so vom Interieur, wir haben hier keinen normalen Mazda, wir haben auch nicht den Mazda 3, sondern den CX-60 mit dem 3,3 Liter rein 6-Zylinder Motor. Ein wirklich tolles Auto mit einem wirklich feinen Diesel. Ja, ich fahre das Auto heute so ein bisschen und bin jetzt schon ein paar Kilometer gefahren und ich kann euch sagen, so der Eindruck vom Fahren ist wirklich sehr gut. Also der Motor klingt wirklich sehr, sehr schön. Jetzt beispielsweise ist er wirklich sehr ruhig, aber der hat wirklich sehr schön bärigen, tollen Klang. Das Achtganggetriebe schaltet sehr, sehr gut. Und zum Thema Achtganggetriebe, mir gefällt der Gang hier auch richtig gut. Ist nicht so, wie man es sonst kennt, dass man einfach von P auf D geht, wie zum Beispiel bei meinem Superb, sondern man hat den P einmal oben links, sage ich mal, legt ihn wirklich nach rechts und schiebt einmal den Ganghebel ganz nach hinten. Das ist wirklich ganz cool und ich sage mal so ein bisschen was Eigenständiges, sowas Neues. Ja, Lenkung ist sehr gut, theoretisch so vom Fahrverhalten könnte man eigentlich auch, wenn man sich die Augen so zumacht, auch denken, dass es ein BMW ist. Vor allem jetzt wegen dem reinen 6-Zylinder Diesel. Also es ist wirklich ein Fahren, was man so kennt und es fühlt sich ziemlich europäisch an, obwohl wir hier einen Japaner haben. Ja, lenkt das Auto wirklich sehr gut. Lenkrad hält sich auch sehr gut in der Hand, muss ich sagen. Also es hat so die ideale, perfekte Größe, ist nicht irgendwie zu groß oder zu klein und auch, dass es hier nochmal schön dick ist, ist einfach richtig gut. Das Lenkrad hat auch eine Lenkradheizung. Zur Lenkradheizung muss ich aber sagen, die schalten wir hier ein und die ist leider nicht so wie beispielsweise bei meinem Superb. Wenn ich da die Lenkradheizung einschalte, dann wird es auch hier oben schön warm und bei dem Mazda ist mir einmal aufgefallen, dass es zwar hier, wo ich die Hände drauf halte, warm wird, aber hier nicht. Das fand ich ein bisschen schade und könnte bei so einem hohen Preis von, ich sag mal, ca. 65.000 Euro schon, ich sag mal, besser sein. Klar, jetzt zum Beispiel bei so einem kleinen Kia Picanto, da ist es nochmal eine ganz andere Sache, wenn man da so einen Preis von 120.000 Euro hat. Aber bei so einem Fahrzeug, was schon Richtung Premium geht und schon wirklich gehoben ist und gehoben aussieht, dürfte das schon besser sein, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ansonsten, die Sitzheizung habe ich gerade eingeschaltet, ist wirklich sehr super, ist wirklich angenehm, dreistufig. Ansonsten für den Sommer, für die warmen Tage haben wir auch eine Sitzlüftung, auch ganz cool. Ja, Tacho ist natürlich jetzt in diesem Zeitalter digital und nicht analog. Man kann sich das Tacho-Design umstellen, wie man es so mag, entweder man lässt es so klassisch. Oder ich mache hier so, ich sag mal, die Assistenzsysteme-Ansicht. Sieht wirklich sehr cool aus. Da wird mir auch, sag ich mal, so angezeigt, dass ich sozusagen ein Auto vor mir habe und so weiter. Oder wenn, selbst wenn es auf der anderen Spur ist. Tolles Tacho-Design. Ihr könnt gerade auch den Verbrauch sehen. Der ist natürlich jetzt durch Stadt und so weiter, also durch so eine Testfahrt in die Höhe gegangen. Aber als ich das Auto aus Delmenhorst abgeholt habe und damit nach Bremen gefahren bin, hatte ich da Werte rund um 4 Liter steht, also 4,1 Liter, kurz war auf 3,9. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut für so einen großen Motor, für so ein großes Auto, 4,75 lang, knapp 1,9 Tonnen schwer, ist das wirklich sehr gut. Thema Achtganggetriebe, schaltet ganz gut. Wir haben ja auch Schaltwippen, dann kann ich manuell schalten, ist ganz schön. Und das Getriebe schaltet sowohl im Sportmodus als auch im Normalmodus wirklich sehr früh. Gerade eben bei 50 war ich einfach bei 1000 Umdrehungen. Also das Auto versucht immer den höchstmöglichen Gang einzulegen und die Drehzahl schön gering zu halten. Ist ganz angenehm und auch natürlich gut für den Verbrauch. Ja, für die Modi kann ich einmal hier den MyDrive betätigen. Dann kann ich hier zum Beispiel jetzt den Sportmodus einschalten. Das einmal aus. Ich mache einmal kurz das normale Tacho-Design. Sieht wirklich ganz cool aus. Ganz schön. Ja, Tacho sieht auch einfach ganz gut aus. Ist schön übersichtlich. Man hat so alles auf einen Blick. Man sieht sowohl einmal hier, wie schnell man fährt, den Verbrauch, Momentverbrauch und so weiter, Drehzahl.
mir so vom Sportmodus aufgefallen ist, ist, dass das Auto da nochmal, wie man es so auch von anderen Autos kennt, ich sag mal, einen kleineren Gang drin lässt. Also im Normalmodus ist er da mal ein bisschen effizienter. Aber man muss sagen, auch wenn er im Sportmodus unterwegs ist, pendelt er sich immer unter 2000 Umdrehungen ein. So rund um 1000 Umdrehungen. Das ist wirklich sehr gut. Ja. Klangtechnisch ist das Auto wirklich sehr, sehr schön. Der Motor hat einen wirklich sehr tollen Klang. Kennt man gar nicht, ich sag mal so, aus dieser Leistungskategorie. Das Auto jetzt hat zum Beispiel 200 PS. Vergleichbare Konkurrenz ist beispielsweise Tiguan mit 193 PS und einem 2 Liter Vierzylinder. Bei Mercedes beispielsweise kriegt man sogar so Vierzylinder Diesel mit 272 PS. Und hier haben wir es klassisch, wie man es früher kannte, viel Hubraum und nur, ich sag mal, 200 PS. Ja, später kann ich euch ein bisschen auch den Klang zeigen. Das Auto hat wirklich einen sehr schönen Klang. Und so vom Thema Verbrauch kann ich sagen, wenn man das Auto so im Alltag bewegen würde oder vor allem jetzt auf der Autobahn kann man auf jeden Fall unter 6 Liter schaffen. So rund um 6 Liter ist man wirklich sehr gut bedient beim Auto. Und ich habe jetzt, ich sag mal, keine wirklich sparsame Fahrt hinter mir mit dem CX-60, habe aber trotzdem nur 6,8 Liter stehen. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Könnt ihr mal ein bisschen so den Klang hören. Auch der Durchzug ist natürlich richtig gut. Jetzt bei der kleinen Variante, beim 200 PS 6-Zylinder, haben wir 450 Nm Drehmoment und Heckantrieb. Bei einem großen 3,3 Liter, sage ich mal, mit der großen Ausbaustufe, haben wir da 254 PS und nochmal 100 Nm mehr, 550 sind es da. Also wer da schon die maximale Performance haben möchte, Beschleunigungswerte unter 8 Sekunden, der sollte sich da für, ich sag mal, die große Ausbaustufe entscheiden. Wer Hauptsache so einen tollen 6-Zylinder haben möchte, der ist hier auf jeden Fall ganz gut bedient. Zieht auf jeden Fall super durch. Jetzt hier zum Beispiel so ein Berg, ist wirklich gar kein Problem für so einen 6-Zylinder Diesel. Ja. Fahren tut er wirklich gut, macht wirklich Spaß. Zum Thema Fahrwerk habe ich euch noch nichts erzählt. Das Auto hat natürlich eine Menge Assistenzsysteme, Spurhalteassistent und so weiter. Alles möchte dabei. Jetzt auch, wenn man hier so ein bisschen schneller beschleunigen muss, reicht die Kraft auf jeden Fall ganz gut aus. Ja, ich war gerade beim Thema Fahrwerk. Und das Fahrwerk, muss ich sagen, ist schon härter und sportlicher als zum Beispiel bei meinem Superb. Beispielsweise bin ich da über Unebenheiten oder über so eine unschöne Straße fahre, dann ist das mit dem Superb angenehmer als mit dem CX-60. Also für die, die gerne sportliches Fahrwerk wollen, ist das hier auf jeden Fall richtig. Ich persönlich würde eigentlich denken, dass das Auto weicher ist, aber jetzt bei so einem hohen Auto passt das ganz gut. Ich denke, der CX-60 müsste da so bei einer Berglandschaft auf jeden Fall richtig Spaß machen. Kraft hat er auf jeden Fall genug. Ja, wir fahren weiter mit dem CX-60 und ich persönlich muss euch sagen, jetzt so auf einer Überlandstraße ist das Fahren wirklich sehr angenehm und ich könnte mir wirklich vorstellen, eine Menge Kilometer mit dem Auto abzureißen. Auch jetzt beispielsweise Thema Firmenwagen und sonstiges ist das Auto wirklich ideal. Also es ist wirklich ein Auto, um Kilometer abzureißen, vor allem jetzt mit so einem geringen Verbrauch. Ich meinte gerade eben in der Innenstadt, dass wir 6,8 Litern unterwegs waren und jetzt sagt er mir schon 6,4 Liter an und ich denke, wenn ich jetzt so weiterfahre, wird das einfach weiter runter und runter gehen. Thema Navikarte, ihr seht ihn die ganze Zeit, kann ich hier ganz schön steuern. Controller, ansonsten kann ich hier euch nochmal das Infotainment zu zeigen. Sieht alles wirklich gut aus, natürlich haben wir auch Apple CarPlay, kabellos, funktioniert super, wirklich alles sehr schön designt, wie so die Einstellung kann ich euch so zeigen. Head-Up Display sieht sehr gut aus und ich kann es beispielsweise hier einfach auch ausschalten und so weiter. Alles wirklich sehr, sehr schön gemacht. Kann man von hier wieder so auf Home gehen, wirklich ein super Infotainment-System. Ich persönlich fahre zum Beispiel gerne entweder so rum oder mit Apple CarPlay, das ist natürlich wirklich ganz nice. Die Karte sieht wirklich gut aus.
schön ist, ich habe ja euch erzählt, das Auto schaltet sehr früh. Ich war zum Beispiel bei ca. 70 km/h und da ist das Auto auch im Sportmodus einfach im 8. Gang gefahren. Das ist wirklich sehr schön und sehr angenehm. Ja, wir fahren einmal gleich kurz auf die Autobahn, da kann ich euch ein bisschen so den Sound zeigen vom Auto. Das Auto klingt wirklich sehr gut. Das ist ein wirklich toller Klang. Typisch Sechszylinder natürlich, rein Sechszylinder. Ist auch richtig gut. Ich kann auch hier einfach schalten und euch mal so zeigen, wie das so geht. Das geht super. Hier so bei 50, wenn ich ins Gas reingehe. Schöner Durchzug, schöner Klang. Das Auto hat einen kurzen Moment, wo er so Ladung aufbaut und dann geht das Auto schön los. Lenkverhalten und so weiter, das ist alles ganz schön. Ja, jetzt sind wir auf dem Beschleunigungsstreifen. Ich mache mal ruhig den vierten Gang rein. Gehe mal ins Gas. Super Durchzug. Wir sind bei 100. Und dann könnt ihr mal so den Sound hören. Der Sound ist wirklich sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr. Ich mag solche 16er Diesel, egal ob es ein Mercedes ist oder ein BMW. Rein 16er Diesel klingt einfach richtig gut. Ja, und wir kommen auch schon, sag ich mal, so zum Ende des Videos. Jetzt so auf der Autobahn natürlich ist das einfach richtig toll. Das Auto fährt sich richtig gut und gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Wenn ich das Auto bewerten würde, von 1 bis 6 von der Note, bekommt er natürlich von mir eine 1. Er gefällt mir sogar so gut, dass ich ihn mir privat auf jeden Fall gerne kaufen würde oder beziehungsweise gerne haben würde. Das ist ein wirklich tolles Auto, wirklich schönes Design, vor allem so als Takumi gefällt er mir ganz gut. Tolles Fahrverhalten, toller Sound, wirklich sehr effizient. Das ist wirklich ein schönes und tolles Auto. Wer beispielsweise in Reihe Nummer 2 mehr Platz haben möchte, da hat Mazda auch den CX-80. Der ist nochmal länger als dieser CX-60. Mir persönlich gefällt er vom Design etwas besser. Und so mit dem 16er Diesel ist es einfach ein richtig tolles SUV. Ich finde den Mazda richtig gut. Gib ihm auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Lasst doch auch gerne einen Daumen nach oben für dieses schöne Auto da. Schau gerne auf meinem YouTube-Kanal und auf Instagram vorbei. Da lade ich coole Videos, zum Beispiel von ihm, hoch. Und ja, ich wünsche euch damit noch einen schönen Tag. Und